So, jo, wir zeigen euch heute mal, wie man, oder wie wir eine Sandbank angeln. Ich und der Fodermaster, der Zauberer da hinten. Jo. Grüß euch zu einem neuen Video von mir, wieder mit dem Fodermeier Ritschi. Wir werden jetzt das Boot zu Wasser lassen und werden es jetzt gleich einmal angehen. Wir haben jetzt da gerade Anfang Mai, wie ihr im Hintergrund seht, die Poppeln fliegen, der Huller bliert. Meistens ist das Zeichen, dass jetzt die Wöse in die Laichzeit gängen, dass sie in der Laichzeit zahn, dass sie in die Laichzeit gängen. Whatever, wir probieren es trotzdem. Wir gehen es trotzdem an, schauen wir mal, was die Woche so bringt. Wir sind fertig mit Bocken, Ruten sind aufgebaut und jetzt gehen wir es an. Wir sehen uns. Sandbank angeln. Ich und der Fodermaster, der Zauberer da hinten. Ja, sind jetzt einmal angekommen, haben uns die ganze Stelle jetzt schon mal angeschaut. Wir sollten heute noch 20 cm Anstieg kriegen. Jetzt ist er gerade ein bisschen aufgegangen, der Fluss. Und haben da jetzt eine Sandbank, wo einmal eine Querrinne drinnen ist. Und die Querrinnen fischen wir jetzt, weil wir haben schon gesehen, jetzt beim Zuberfahren, da ist alles voll da oben zu. Da, die ganze Linie da, da komplett voll am Rand da mit Eschen. Und ja, wir bauen jetzt einmal auf, schauen, dass wir ein paar Eschen kriegen. Mehr Eschen! Und schauen wir mal, dass wir so eine richtig geile quasi Sommerangelei machen. Wir werden halt alles seicht anlegen und wir zeigen euch, was wir machen. Bis später. Unsere Stelle beschreiben, warum wir die ausgewählt haben und wie wir da fischen. Wir haben da eine Sandbank, die eigentlich
ich glaube fast 2,5 Kilometer lang ist und doch relativ gerade verläuft. Es sind zwar zwei kleine Kurven da drinnen, geht sehr flach hinaus, also wirklich von 0 bis in die Mitte vom Bach, eigentlich so auf 2,5 Meter. Dann geht eine kurze Kanten rein in das alte Flussbett mit ungefähr 3,20 Meter und drüben eigentlich wieder steil die Steinpackung hinauf. Warum haben wir die Seite gewählt und nicht die Steinpackungsseite mit der Rinne? Wir sind aufgefahren, haben eigentlich gesehen, dass die Meereschen schon mit großen Schwärmen sich angesiedelt haben auf der Sandbank und haben uns gedacht, wo die Fische sind, kann der Wels nicht weit weg sein und haben das dann so umgesetzt, uns hergesetzt, die Ruten wirklich von 1,20 Meter Wassertiefe bis 2,20 Meter Wassertiefe gesetzt mit den Steinen. Eine haben wir auf der Oberfläche gespiegelt, einfach um zu schauen, wo die Aktivitäten kommen. Wir legen dann meistens die kürzeren Routen legen wir eben in näherer Distanz, dass wir uns mit den längeren Routen einfach nur leichter tun, aber da geht es um 10 oder 20 cm, das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Auf weite Distanz ist immer besser, wenn man längere Stöcke hat, dass man eben so viel Schnur wie möglich aus dem Wasser rausbringt. Wenn man natürlich auf noch höhere Distanz fischt oder Gräser auf der Sandbank hat, empfiehlt sich fast, dass man die Routen umlenkt oder vielleicht sogar direkt fischt, wenn man nicht so schmutziges Wasser hat, so wie wir jetzt. Wir fischen alles gleich frei, Leine durch rein ins Wasser, ohne viel Umlenken, ohne viel Schnickschnack. Und ja, es hat sogar super funktioniert in der ersten Nacht. Check it out! Keine 2 Stunden. Die Routen, was wir auf zur Klecke haben, ist jetzt gerade krumm gegangen. Vordermeier ist am drüben. Mit der Karauschen, was ich gefangen habe, hat er sich voll weggeballert. Grüß euch! Würde ich mal sagen, ist Zielfisch. Den tun wir jetzt gleich wieder zurück. Geil, Petri! So, meine Herren, Vordermeier im Trü, guten Fisch, wirklich einen guten Fisch. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt eine Montage anrahmen, gell, Ritschi? Die kann ich dir da anders stellen, die Lampen, Ritschi. Ja, so. So, Ritschi, dann fetten Fisch am Bandel. Alter, richtig geil. Richtig geil, Alter. Der hat ein Gewicht, gell? Fest du, Pfeffer. Das ist ein Monster. Ja! Yeah! Hallo, wir sind zufrieden. Mega Fisch in der Nacht gekommen. Was will man mehr? Perfekt. Perfekt, oder? Die Arbeit hat sich ausgezahlt. Uns taugt's. Der kommt gleich wieder retour. Der soll unbedingt schauen, dass er sich fortpflanzt. Und wir werden, wie ich immer so schön sage, vorwärts machen. Und schauen, dass wir noch ein, zwei fangen von diesen Herren und von dieser Kategorie. Wir sind guter Dinge und machen weiter. Bis dann. Ciao, ciao.